Ja, die Nationalratswahl 2017 ist geschlagen und der gestrige Wahlsonntag war so spannend wie selten zuvor. Bis zur letzten Minute haben alle Parteien um Wählerstimmen gekämpft. Und das Ergebnis sieht momentan so aus: Sebastian Kurz schafft es mit der ÖVP auf den ersten Platz, SPÖ belegt Platz 2, Platz 3 geht an die FPÖ, dann Neos und Liste Pilz. Die Grünen müssen derzeit noch um den Einzug ins Parlament bangen. Hier könnte sich noch etwas durch die Auszählung der Wahlkarten tun. Wir fragen heute am Tag nach der Wahl die Österreicherinnen und Österreicher, was sie von dem Ergebnis halten. Was sagen Sie denn zu diesem Wahlergebnis? Grundsätzlich voraussehbar, ne? Wenn man das Ganze logisch vorher schon bedacht hat. War abzusehen, ja, würde ich mal sagen. Finden Sie es gut? Die Frage ist, was wäre, wenn? Also, wenn wir nach Amerika schauen, USA, Trump oder Clinton, also Griff ins Klo oder noch einmal Griff ins Klo. Also, bei uns noch zumindest der Pilz, der was drauf hat, ja, finde ich. Ja. Welche Koalitionsvariante ist denn Ihrer Meinung nach am wahrscheinlichsten? Schwer zu sagen, also... Da lasse ich die Politiker entscheiden. Sie sollen ein eigenes Denken haben. Ja, ja, ich finde es okay. Ich freue mich für die, die gewonnen haben. Es tut mir leid für manche, die verloren haben, aber nur für manche. Welche Koalitionsvariante ist denn für Sie am wahrscheinlichsten? Oh, das kann ich nicht sagen. Nein, das habe ich mir gestern zwar angehört im Radio, weil ich das Fernsehen abgemeldet habe, aber kann ich wirklich nicht sagen, welche Koalitionsentscheidungen die Herrschaften da ausdiskutieren, oder? Ja. Jetzt sind wir so frech. Was haben Sie denn gewählt? Also wenn ich wählen gehe, wähle ich immer die ÖVP, weil meine Eltern haben ein Geschäft gehabt und ich wähle immer die ÖVP, beziehungsweise ich bin manchmal nicht wählen gegangen, muss ich auch ehrlich sagen. Das war nicht richtig, aber im Großen und Ganzen gehe ich wählen und wähle die ÖVP. Glauben Sie, wird da jetzt ein neuer Kurs unter Sebastian Kurz eingeschlagen werden? Ich kann es nur hoffen. Ich wünsche es ihm und ich kann es nur hoffen. Werden wir sehen. Ich wünsche ihm jedenfalls alles Gute, den anderen Parteien natürlich auch, weil es spielen ja alle anderen auch mit. Ne? Es ist eigentlich ein neuer Umschwung für Österreich und für Wien. Also man sieht deutlich, dass die Wähler jetzt umgedacht haben. Also sollte eigentlich der Aufschwung sollte kommen. Also sollte so bleiben. Also ist das Wahlergebnis in Ihrem Sinne? Ist in meinem Sinne, ja. Passt alles, ja. Also, weit, ja. Also es ist, wie gesagt, man merkt die letzten Jahre, dass ein Umschwung in Österreich ist und es so weiter auch so sein wird. Auch bei den nächsten Wahlen wird man noch deutlichere Änderungen sehen. Es wird einiges noch auf uns zukommen, in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall. Wie wird denn die Koalition Ihrer Meinung nach aussehen? Das ist schwierig zu sagen aus heutiger Sicht. Das kann ich nicht so beurteilen, aber wie es ausschaut, könnte durchaus alles möglich sein. Also... Man wird sehen, ja.